am Kitchen. Auf jeden Fall zocken wir heute Toka Kitchen, ein Spiel, in dem es ums Kochen geht. Und viele von euch wissen das nicht, aber ich bin Meisterkoch. Ohne Materialien kann man halt nicht viel falsch machen. Oh Gott! Ihr wisst nicht, wie oft ich gerade probiert habe, diesen Witz zu bringen. Dafür lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und ein Abo. Bitte. So! Und wir können uns im Menü jetzt entscheiden, wen von den dreien sollen wir füttern. Und ihr wisst ganz genau, wen ich nehme. Das liegt nicht daran, dass er schwarz ist! Wir können den Typen auch irgendwie zum Kotzen bringen, deswegen probiere ich mal möglichst viele eklige Sachen zusammenzumischen. Fisch ist schon mal ein guter Anfang. Was ist das hier? Oh Gott, das ist Oktopus. Der freut sich trotzdem darüber. Bah, ekelhaft. Wisst ihr, Leute, ich bin ein Mensch, ich finde alles ekelhaft, was aus dem Wasser kommt. Bah, ekelhaft. Aber manche Leute mögen das ja, deswegen probieren wir es so zu kombinieren, wie es gar nicht zusammenpasst. Zum Beispiel einfach eine verdammte Wassermelone dazu. Er hat eine komplette Wassermelone gefressen. Ich lass mal unkommentiert, was für einen großen Mund der hat. Wisst ihr, das ist dieser Afrika-Mund, der ist einfach riesig. Seht ihr? Wie ein Staubsauger. Wir haben immer noch nicht viel, wir packen meine Orange dazu. Nicht direkt essen, Mabumba, das kriegst du gleich noch. Ich habe keinen Plan, was zur Hölle das hier ist. Das sieht irgendwie aus wie Wackelpudding und eine Ananas. Ist das eine gute Kombination? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich rausfinden und hier können wir das alles zusammenmischen. Wir tun das alles mal in den Saft da rein. Ich glaube, das wird verdammt nochmal ekelhaft. Ich glaube, die anderen Materialien konnten wir hier unten auswählen. Perfekt. Die Orange kommt auf jeden Fall rein. Der verdammte Fisch kommt rein. Ein Pilz. Oh mein Gott, ich glaube, es ist gar nicht genug Platz. Das wird so verdammt ekelhaft. Ein bisschen Pfeffer. Ich habe keinen Plan, ob das irgendwie passt. Das mit dem Meisterkoch in Afrika war übrigens gelogen. Noch ein bisschen Zitrone. Was zur Hölle ist das hier? Ich habe absolut keinen Plan. Wir tun einfach alles auf einmal rein. Mein Ziel ist es, dass dieser Typ kotzt. Wir tun noch Mayonnaise rein. Ein kleines bisschen Ketchup, obwohl das lecker ist. Was gibt es denn hier noch? Es gibt leere Teller. Okay, das sind die Materialien, die wir reingetan haben. Aber ich glaube, das passt leider nicht mehr rein. Okay, dann starten wir jetzt einfach mal. Das sieht aus wie eine Mischung zwischen Kacke und Pipi. Und dazu ist ja noch dieses komische Ding. Erstmal geben wir dir, glaube ich, das Leckere. Was? Das sollte das leckere Zeug sein. Jetzt will ich gar nicht wissen, wie er reagiert, wenn er das hier trinkt. Es tut mir wirklich leid, mein Freund. Oh, er kotzt mir auf dem Bildschirm. Oh, vielleicht können wir noch ein kleines bisschen mehr zum Kotzen bringen. Das kann doch nicht alles gewesen sein, diese paar Flecken. Wir können ihm noch was Leckeres zu essen machen, aber ich glaube, wir kümmern uns als nächstes um das Monster. Monster brauchen auch Liebe. Und das Monster sieht verdammt nochmal vielfräßig aus. Es sind übrigens überall dieselben Materialien. Dem Monster probieren wir jetzt einfach mal was Leckeres zu machen. Lass mich sehen. Wir können es ja auch braten. Es gibt wirklich verdammt viele Wege, das Essen zuzubereiten. Aber ich glaube, so wie ich es jetzt mache, sollte es auch wirklich, wirklich gut schmecken. Monster? Oh mein Gott, ich würde das sogar essen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bitte gib mir eine super Bewertung. Komm schon. Das war deine komplette Reaktion. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Dieses verdammte, undankbare Monster mit seinen kleinen Mikronippeln. Du wirst leiden. Oh ja, an deiner Stelle hätte ich mich nicht beleidigt. Was zur Hölle, du magst Fisch. Okay, das heißt, der Fisch kommt auf jeden Fall nicht in den Topf rein. Eine Zwiebel. Wer mag schon Zwiebeln? Perfekt, du guckst ziemlich angepisst. Pilze. Pilze mögen einige Leute. Ich mag keine Pilze. Was zur Hölle ist das? Ich weiß es nicht. Aber das Monster mag es anscheinend. Und das gefällt mir wirklich nicht. Ich glaube, wir haben jetzt alles Mögliche, was eklig ist oder halbwegs eklig ist, hier rausgeholt. Also meiner Meinung nach. Und wir frittieren das jetzt einfach mal. Mal sehen, wie es danach aussehen wird. Komm schon. Oh Gott, das sieht sogar richtig gut aus, um ehrlich zu sein. Nein. Sowas wollte ich ihm auf jeden Fall nicht gönnen. Können wir das Ding nochmal weiter bearbeiten, indem wir es vielleicht noch weiter kochen? Lass mich sehen, komm schon. Oh Gott, es funktioniert sogar. Wir können es einfach weiter bearbeiten. Das heißt, wir kochen das jetzt, aber richtig komisch zusammen. Komm schon, Salz, Pfeffer, alles Mögliche, was wir finden können, kommt direkt wieder hier rein. Es tut mir leid. Es soll auch extrem scharf werden, mein Freund. Ich glaube, ich packe jetzt extrem viel von diesem grünen Zeug hier rein. Let's go.
go. Es sieht ehrlich gesagt immer noch ziemlich lecker aus. Als letztes kommt wahrscheinlich der Mixer. Oh Gott, ich würde das glaube ich nicht essen. Jetzt wird es ehrlich gesagt langsam ekelhaft. Pfeffer noch ein bisschen rein. Oh, die Zitrone. Oh, was zur Hölle das auch immer ist. Gibt es noch andere Gewürze, die ich komplett übersehen habe? Nein, an Gewürzen gibt es anscheinend nicht so viel. Okay, noch ein bisschen Mayonnaise rein, das schadet auf jeden Fall nicht. Und ich würde sagen, let's go. Lass uns den Smoothie machen und ich hoffe, das Monster kotzt jetzt. Ich meine, du hast mich eben gerade beleidigt. Ich habe gekocht und deine Reaktion war so kacke. Das kann nicht dein Ernst sein. Dafür wirst du jetzt hier dran sterben. Es tut mir wirklich leid, mein Freund. Trink es. Trink. Oh, er kotzt. Perfekt, mein Freund. Das hast du verdient. Es macht mir Spaß, das Ding leiden zu sehen. Aber es gibt bestimmt noch andere Varianten, das Monster zu quälen. Ich habe jetzt mal teilweise leckere Sachen genommen. Ich habe einfach alles Mögliche genommen. Was gibt es denn hier noch für Möglichkeiten? Kochen hatten wir, Fritteuse hatten wir. Es gibt ein Messer. Oh Gott, nein, oder? Das wird eventuell ekelhaft aussehen. Aber wozu alle benutze ich das Messer? Ach so! So einfach funktioniert das. Das ist ja fast wie Fruit Ninja. Wir können uns wirklich bemühen, ihn eine 5-Sterne-Mahlzeit zu machen. Wir haben nur noch so ein kleines Stück übrig. Wir können alles Mögliche schneiden, aber das bringt uns im Endeffekt nichts. Es ist einfach nur dafür da, dass es am Ende besser aussieht. Ich glaube, der Frau geben wir jetzt eine richtig schöne Mahlzeit, wo wir uns wirklich richtig Mühe geben. Ein Steak würde gut schmecken, aber ein Steak hatten wir schon. Ich sehe dein Gesicht, du magst das. Und dazu noch ein anderes... Boah, if you don't get... Okay, dann halt kein Fleisch. Kann es sein, dass du eventuell Vegetarierin bist? Dann habe ich eine andere Variante für dich. Erdbeeren passen nicht dazu. Oh Gott, wir können halt eine ganz normale Nudelsuppe machen. Nur halt ohne Suppe, weil das funktioniert irgendwie in dem Spiel nicht. Die Nudeln müssen gekocht werden. Die Tomate gehört da leider nicht hin. Die sollte nicht gekocht werden. Die Nudeln müssten doch jetzt irgendwie anders aussehen. Wieso zur Hölle fallen die nicht auseinander? Das ist immer noch so ein kompakter Haufen. Ich will das nicht mal essen. Ich habe keinen Plan, ob die Nudeln jetzt fertig gekocht sind. Sie dampfen auf jeden Fall. Als nächstes müssen wir auf jeden Fall die Tomate schneiden. Oben das schneiden wir ab und jetzt ein paar mundgerechte Stücke. Eins, nicht runterfallen, komm schon. Zwei, bleib oben, Tomate. Mann, es nervt doch, wenn du runterfällst. Komm, Nummer drei, Nummer vier, fünf. Okay, das sollte so reichen. So sieht das richtig, richtig gut aus. Dazu kommt auch noch die Karotte. Die schneiden wir am allerbesten. Du darfst jetzt essen, wenn du möchtest. Warte mal. Ich muss dich einzeln füttern? Wieso zur Hölle habe ich das Essen dann so zusammen gemacht? Das war dann voll die Zeitverschwendung, oder was? He needs some milk. Aber Leute, ich denke mal, ich beende jetzt hier die Folge. Ich wollte euch nur das Spiel zeigen. Es gibt jetzt nicht viel mehr Varianten anscheinend. Ich kann auch nicht in der Umgebung rumklicken. Deswegen Like und Abo, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, ciao, ciao. Kann es sein, dass du eventuell Vegetarier bist? Dann habe ich eine andere Variante für dich. Kann es sein, dass du eventuell Vegetarier bist? Dann habe ich eine andere Variante für dich. Kann es sein, dass du eventuell Vegetarier bist? Dann habe ich eine andere Variante für dich. Kann es sein, dass du eventuell Vegetarier bist? Dann habe ich eine andere Variante für dich. Kann es sein, dass du eventuell Vegetarier bist? Dann habe ich eine andere Variante für dich. Kann es sein, dass du eventuell Vegetarier bist? Dann habe ich eine andere Variante für dich. Kann es sein, dass du eventuell Vegetarier bist? Dann habe ich eine andere Variante für dich.